Und wir machen weiter mit dem Anwendungsfach, wie heißt das inzwischen, Media-Based Learning and Instruction. Auch ein Anwendungsfach, was von der Uni Ost, von der Uni West importiert wird, jetzt aber nicht von den Nachrichtentechnikern, sondern von der, von den Psychologen und Pädagogen. Und ich gebe das Mikro einfach weiter an Nathalie Everding und an Simon Sipple. Herzlich willkommen zur Campuswelle. Auch von mir herzlich willkommen. Wir haben heute wieder ganz viele tolle Sachen für euch vorbereitet. Oh ja, ich bin gespannt. So, genau. Wir stellen euch heute das Anwendungsfach Media-Based Learning and Instruction vor. Das besteht aus mehreren verschiedenen Seminaren oder Projektseminaren. Und wir haben jetzt mal so ein paar Beispiele oben hingeschrieben. Zum Beispiel Medienwirkungsforschung. Da geht es zum Teil um Werbepsychologie oder solche Sachen. Also wird alles Mögliche in den Medien einfach analysiert. Je nachdem, was für ein Projekt man sich aussucht oder was für ein Seminarthema man sich aussucht. Bei adressatenbezogener Medienentwicklung, da werden aktuell Untersuchungen zum neuen Online-Studiengang Mod Master durchgeführt. Bei Instructional Design zum Beispiel gab es jetzt letztes Semester mehrere Projekte in Zusammenarbeit mit der Polizei. Da gab es unter anderem Podcasts zu Gesetzestexten. Genau. Und natürlich, zoomst du rein, machst du das? Genau. Und natürlich mediengestütztes Lernen, was die Campuswelle ist. Und das ist unser Projekt, wo wir auch mitmachen. Und der Simon sagt jetzt mal ein paar Wörter dazu. Jo, also so viel zum Allgemeinen. Jetzt geht es weiter mit unserem Hauptthema, der Campuswelle. Also was ist die Campuswelle eigentlich? Die Campuswelle soll ein Versuch sein oder ist der Versuch, ein Uniradio an die Universität Ulm zu bringen. Das versuchen wir schon eine Weile. Wir sind jetzt im vierten Semester. Das ist auch nicht beim Versuch geblieben. Wir praktizieren das schon richtig und wirklich. Und zwar haben wir dann Sendeplatz bei Radio Free FM. Weiß da eigentlich der eine oder andere, kennt es vielleicht? Wer kennt Radio Free FM? Sehr schön. Doch so viele und doch so wenig Antworten immer. Also auf jeden Fall haben wir da einen Sendeplatz, der ist zweiwöchentlich und zwar donnerstags immer von 17 bis 18 Uhr. Gibt es dort die Campuswelle als Sendung. Wir sind mittlerweile live auf Sendung. Unsere letzte Live-Sendung war am 19.04. 19.04., also letzten Donnerstag. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also klar, wenn so viele Radio Free FM kennen, die einen kennen die vielleicht noch nicht, empfängt man per UKW auf 102,6 oder eben per Livestream auf deren Internetseite. Es müsste freefm.de, glaube ich, sein. Podcasts gibt es natürlich auch. Also wer natürlich jetzt Donnerstag eine ganz wichtige Vorlesung hat, 17 bis 18 Uhr, haben wir euch auch an euch gedacht. Es gibt das Ganze als Podcast bei iTunes und auf unserer Seite. Das wäre uni-ulm.de/campuswelle. Dort findet ihr unsere Homepage und auch sämtliche Podcasts zu vergangenen Sendungen. Jo. Was haben wir sonst noch? Wir haben, glaube ich, noch was Cooles vorbereitet. Genau. Und wir dachten uns, wir wollen euch jetzt mal alle wieder ein bisschen aufwecken und haben ein Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar verlosen wir zwei Bezi-Karten. Wer will denn aufs Bezi und hat noch keine Karte, so an sich? Also doch ein paar. Und ihr müsst dazu jetzt nur an uns eine E-Mail schreiben, jetzt sofort. Ihr kriegt die dann auch sofort. Und an uns ist campuswelle@uni-ulm.de. Ja. Na, ihr könnt euch das alle merken, oder? campuswelle@uni-ulm.de. Kriegt ihr hin, ich glaube an euch. Genau, und ihr müsst einfach nur eine Frage beantworten. Und zwar, eine Frage, und zwar, wann ist unsere nächste Sendung? Und zwar das Datum. So, ja. Was? Ich gucke jetzt gleich.
Während jetzt die Hektik ausbricht, mache ich schon mal weiter. Also wir wollen euch jetzt ein bisschen visuell nahe bringen, wie das Ganze denn so aussieht. Arbeit Campuswelle. Was gibt es denn da zu tun? Im ersten Bild seht ihr so ein klassisches Mikrofon, wie wir es bei FreeFM im Studio haben, mit dem Nathalie und ich die Sendung machen. Wobei wir auch schon beim nächsten sind. Also Nathalie und ich machen momentan die Sendung, also live die Sendung. Wir haben natürlich hoffentlich ein immer größer werdendes Team, das uns dabei unterstützt. Das Ganze sieht dann so aus, wie wir da im Studio sitzen, mal mehr, mal weniger Spaß haben. Hier sieht man noch ein bisschen was vom Set. Sieht also schon recht professionell aus. Knöpfchen haben wir auch jede Menge für unsere Technik-Freaks. Wir haben auch immer, also Live-Gäste sieht man jetzt hier, haben wir auch, können wir immer einladen. Es sieht auch recht kuschelig aus, wenn man quasi jetzt sich quasi um 180 Grad drehen würde, ist noch eine schöne Couch, auf der man sehr bequem die Stunde rumbringen kann, auch als Zuschauer. Dabei bei dem Thema. Wir sind im vierten Semester, wir waren noch nicht immer live und auch noch nicht immer so im schönen Studio. Wir haben ganz banal angefangen. Möchtest du das? Ja, ganz am Anfang hatten wir bei den Tonaufnahmen riesige Probleme, weil ganz viel Schall und irgendwelche Hintergrundgeräusche waren. Und irgendjemand hat mal zu uns gesagt, setzt euch doch einfach in den Karton rein. Und wir dachten uns, aha, ja, okay. Haben es dann aber wirklich mal versucht und es funktioniert wirklich gut und wir fanden das einfach so eine tolle Idee, dass wir es halt auch noch beschriftet haben. Und wir haben die ganzen ersten Sendungen wirklich immer so aufgenommen. Aber ich unterbreche jetzt mal hier ganz kurz wieder. Wir haben nämlich Gewinner. Ja. Ganz kurz die Gewinner noch. Und zwar hatten wir uns überlegt, die Antwort ist der 3.5. Deswegen kriegt der 3. und der 5. eine Karte. Und der 3. ist Ömer. Ja. Und der 5. ist der Michael Grönert. Ja, perfekt. Herzlichen Glückwunsch, dann bis morgen. Für die anderen, die noch nicht gewonnen haben, auf unserer Facebook-Seite gibt es auch immer noch Karten zu verlosen. Genau. So. Weiter geht's. Also so sieht es dann aus, wenn man sich in den Karton halb reinsetzt und aufnimmt. Und hier ist nochmal das Team vom letzten Semester. Aber das Team wechselt eigentlich immer ziemlich durch. Wir haben da immer hohen Wechsel. Es gibt ein paar Leute, die immer dabei sind, so wie wir. Und da man das halt auch als Seminar einbringen kann und so, haben wir immer einen großen Wechsel dabei. Genau, als Seminar, als ASQ und als Seminar im Rahmen des Anwendungsfachs. Ja, genau. So sehen dann unsere Sitzungen aus. Wir sitzen da alle da und gucken zum Teil in die Computer, weil wir halt einfach nebenbei noch Sachen vorbereiten. Da seht ihr ein paar Bilder von den Leuten, die da mit uns mitarbeiten. Auch beim Diskutieren. Genau. Und da wir da so fleißig waren und in den Sitzungen immer ganz viel machen, wollen wir euch jetzt auch mal zeigen, was wir da eigentlich jetzt genau machen. Heißt, was da eigentlich rausgekommen ist. Das ist ein Flyer aus dem zweiten Campuswelle-Semester, glaube ich, ja. Genau, aus dem zweiten Semester, also vor einem Jahr war das in etwa. Da stehen ein paar beispielhafte Themen da. Aber wir zeigen euch jetzt einfach ein paar Ausschnitte, die wir als hörenswert oder lustig erachtet haben. Als erstes gibt es einen Beitrag aus unserem TTT, nennt sich das, Thesen, Themen, Theorien. Ist unser Wissenschaftsblog, der eigentlich in jeder Sendung mit dabei ist, wo es einfach Wissenschaftliches an News aus der Welt gibt. Ja, hören wir mal rein. Thesen, Themen, Theorien. 3D ist der neueste Schrei. Passend dazu haben Fabian Weiß, Dominik Nuss und Stefan Hörmann, drei angehende Ingenieure des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik,
der Universität Ulm die 3D-Technologie Immersight entwickelt. Damit ist es möglich, natürliche Bewegungen in der virtuellen Welt zu steuern und zu erleben. Vorgestellt wurde die Technologie auf der CeBIT. Auf der Interessenten bei ihrem 3D-Abenteuer einen alten Tempel mit Skulpturen aus Wasser betreten konnten. Ein konkreter und baldiger Einsatz kommt vor allem für Architekten und Psychologen in Frage. Architekten könnten sich und ihren Kunden schon vor Baubeginn eine sehr realistische Anschauung ihres Bauvorhabens liefern. In der Psychologie dagegen könnten Studienorte wie große Höhen oder exotische Plätze simuliert werden, welche in der Realität zu gefährlich oder nicht umsetzbar wären. Bis dahin muss das System aber noch ein wenig weiterentwickelt werden. Autoplay. Ja, das war der TTT. Ist, wie gesagt, in jeder Sendung. Als nächstes haben wir noch ein kleines Beispiel aus dem ersten Science Slam, der in Ulm war. Ja, nicht nur, dass wir direkt an der Uni vertreten sind und uns um sowas bemühen, also wir gehen auch mal raus und gucken, was ist so rundherum los. Ja, also wir waren zum Beispiel für Beiträge wirklich schon öfters mal außerhalb. Zum Beispiel jetzt hier beim Science Slam, da waren wir sogar schon zweimal. Dann waren wir auf der auf dem Medizinerabschlussball, was ja doch auch außerhalb der Uni war. Und wir beide waren zum Beispiel bei der LearnTech, einer Messe in Karlsruhe, um dort zu berichten. Also es kommt wirklich auch vor, dass wir außerhalb der Uni sind. Und ja, Science Slam ist ein Beispiel dafür. Einen wunderschönen guten Abend hier ins ausverkaufte Roxy zum ersten Science Slam hier in der Hochschulstadt Ulm und Neu-Ulm. Wahnsinn, da soll doch mal einer sagen, dass Wissenschaft nicht sexy ist. Also wenn man das hier anguckt, Respekt. Also wir sind selber absolut baff, absolut überrascht, was das hier für einen Zuspruch gebracht hat. Wenn ihr auch draußen auf dem Parkplatz noch schaut, da stehen noch 2.500, 3.500 Leute, die noch rein wollen. Wir haben aber leider nicht mehr so viel Platz. Wollt ihr uns nicht mehr reden hören? Doch, geht wieder. Also gut, die Qualität war jetzt ein bisschen leise, da haben wir es abgebrochen, aber eins haben wir noch, das dürfte besser sein, und zwar um zu sagen, dass wir nicht nur rein hochwissenschaftlich in der Campuswelle arbeiten, sondern auch noch ein bisschen Spaß drumherum haben. Und zwar haben wir es ein Beitrag von der, Philo-Party, die Bad Taste, ja, ich glaube, die war's. Hören wir uns da einfach noch mal kurz einen Beitrag an. Im Vorverkauf waren bereits nach 7 Minuten alle Karten ausverkauft. Bei der zweiten Auflage der Psychopathie, der Uniparty der Psychologen, lautete auch diesmal das Motto Bad Taste. Auch wir waren dabei und haben uns unter das Partyvolk gemischt, um ein paar Stimmen einzufangen. Zunächst haben wir versucht herauszufinden, was die Ulmer Studenten denn unter Bad Taste verstehen und davon halten. Hier ein paar Eindrücke. Wir haben jetzt die Martha hier bei uns. Die erste Frage an die Martha: Wie findest du Bad Taste und was stellst du dir darunter vor? Ich denke, die meisten hier haben das Thema schon getroffen, andere sind recht unoriginell gewesen. Ich bin der absolute Bringer. So, du darfst jetzt mal kurz dein Outfit für uns beschreiben, damit die Zuschauer eine Vorstellung haben. Also, ich trage meine Lieblingsgummistiefel, wobei ich auch nur ein paar habe. Aus dem Deichmann. Naja. Dann trage ich eine ganz zauberhafte Strumpfhose und ein lilanes Kleid mit orangenem Katzenmuster. Dazu trage ich ein weißes Fell als Schal. Und es ist warm. Okay. Ich hoffe, es hat einen kleinen Eindruck über die Palette gegeben, was bei uns so reinkommt. Hat vielleicht auch gehört, wir sind noch nicht die Ultraprofessionellsten und arbeiten da hochwissenschaftlich. Wir sind alles Laien, wir versuchen uns alles auch anzueignen, von Semester zu Semester neu, neues Team. Aber ich hoffe, habt einen kleinen Eindruck bekommen, was bei uns so grob an Arbeit anfällt, was man bei uns machen kann.
Jo. So viel mal zum Medialen. Noch zum Schluss noch ein bisschen die Struktur im Hintergrund, wie das Ganze bei uns abläuft, wie das Ganze organisiert ist. Genau, dadurch, dass wir ja doch einige Leute sind, die alle unterschiedliche Rollen haben bei uns. Also es gibt welche, die den Audioschnitt machen, es gibt andere, die halt moderieren, wie wir zum Beispiel, oder Leute, die Beiträge machen oder einfach nur Informationen sammeln. Das muss man alles irgendwie ein bisschen verwalten. Und dafür benutzen wir das Moodle-System, das einfach ein Starter-Kit sozusagen stellt. Also das Moodle hat unterschiedliche Funktionen, die wir halt da vor allem für uns nutzen. Zum Beispiel Foren, wo wir dann einfach unsere Ideen verwalten können. Ja, wobei es halt in den Foren hauptsächlich darum geht, auch Ideen zu sammeln. Das heißt, wenn ihr bei uns oder wenn ihr euch entschließt, bei uns mitzuarbeiten, dann in welcher Funktion auch immer, habt ihr eine Idee zu irgendeinem Beitrag, habt ihr irgendwas gelesen, wollt ihr irgendein Thema vielleicht einen Beitrag machen, schreibt ihr das ins Ideenforum. Dort kann es dann jeder andere aufgreifen und vielleicht sagen, okay, das ist cool, geile Idee, mache ich einen Beitrag drüber. Genauso dann mit dem Organisationsforum, was wir benutzen, um dann eben Beitragsproduktion, den Ablauf richtig zu regeln. Weil wie Nathalie schon gesagt hat, es macht nicht jeder alles, man muss bei uns keine eierlegende Wollmilchsau sein, sondern jeder kann das machen, worauf er Lust hat und was er kann oder meint zu können. Um dann einfach den Ablauf zu regeln, wer macht die Aufnahmen, wo sind die Aufnahmen, der eine hat einen Plan gemacht, dann geht es zu denen, die den Schnitt machen, die das Ganze dann zusammenschneiden. Solche Sachen werden dort geregelt. Außerdem haben wir ein Wiki-System. Dort ist dann so übergreifend alles geregelt. Da werden Sendepläne sind da hauptsächlich drin. Da wird geregelt, wie die, sag's mir, Geräte, unsere Zoom-Geräte, also die Aufnahmegeräte für die Beiträge, mit denen wir Beiträge außerhalb machen, wer die gerade hat, wohin die sollen und wer eins möchte. Ja, das ist so grob unser Wiki-System. Außerdem haben wir natürlich so ein E-Tutorial, E-Learning Plattformsystem, in dem ihr alles an Hintergrundwissen erfahrt, wenn ihr was machen müsst. Nicht jeder von euch ist Journalist, das heißt, ihr könnt euch da nachlesen, was mache ich für einen Beitrag, wie muss ich das anstellen, was ist daran wichtig. Dann haben wir natürlich viele Daten, die Daten müssen verwaltet werden, auch ausgetauscht unter den verschiedenen Teams und Teilnehmern. Dazu haben wir einen eigenen Server, auf dem die ganzen Daten lagern und verwaltet werden. Was haben wir sonst noch? Ansonsten ist es natürlich unser System mobil zugänglich. Das heißt, jeder kann von unterwegs drauf zugreifen, wenn er irgendwas auf der Straße aufgeschnappt hat, eine Idee oder irgendwas, kann er das direkt von dort aus dann auch den anderen mitteilen, beziehungsweise gleich einen Vermerk drauf machen, dass da man was machen könnte. Ansonsten. Genau, das war's eigentlich von uns. Wir haben jetzt mal so, ich hoffe, wir haben euch einen guten Überblick gegeben, was die Campuswelle so macht und was ihr unter anderem folglich in dem Anwendungsfach Media-Based Learning and Instruction machen könnt. Und ja, genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein? Okay. Gut, dann vielen Dank an die beiden. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, hier auch journalistische oder journalistisch geprägte Inhalte in dem Studiengang anzubieten, sodass wir da insgesamt ein sehr, sehr gutes Spektrum auch anbieten können und aufmachen. Dafür vielen herzlichen Dank an die Leute von der Pädagogik und von der Psychologie.